Als Deutscher muss man neuerdings ja ständig Angst haben. Einbrecher räumen einem die Bude leer. Gewalttäter prügeln auf alles ein, was bald dreinig auf den Bäumen ist. Vom Terroristen gar nicht zu reden. Aber keine Sorge, es gibt gute Nachrichten. Die Politik weiß Rat. Und natürlich ist es gut, wenn man das Küchenfenster über der Garage gekippt auf hat, dann riecht es nicht so in der Küche, wenn man abends nach Hause kommt. Aber sicher ist es nicht. Na, das ist doch schon mal ein hilfreicher Tipp. Aber damit ist es noch nicht getan. Wir sind eine Arbeitskoalition. Aber holla, was die alles erarbeitet haben. Bundestrojaner, Speicherung von Fluggastdaten, Videoüberwachung, elektronische Fußfesseln. Ja, da ging's ganz schön rund. Sogar die Vorratsdatenspeicherung. Vorratsdatenspeicherung ist ein Begriff, den ich für unglücklich halte. Wir nennen das jetzt Mindestspeicherfristen. Ach. Reiter heißt jetzt Twix. Egal. Wer nichts zu verbergen hat, muss Vorratsdatenspeicherung und Gesichtserkennung nicht fürchten. Schließlich geschieht das. Ohne dass wir zu einer zusätzlichen Speicherung Unbescholtener kommen. Gut. Unbescholtenen Journalisten wurde die G20-Akkreditierung entzogen und das soll teilweise auf fehlerhaften und rechtswidrigen Daten beruht haben. Ja, aber das war ein Einzelfall. Oder? Sicher ist es nicht. Naja, was ist schon sicher?